kannst du mich noch so böse anschauen, aber das ist einfach fies. Wenn du von Gruppe zu Gruppe einfach in alles reingetrieben wirst. Nee. Kein Bock. So, hier sieht es jetzt schon langsam nach Siedlung aus, wenn schon Leichen rumliegen. Ja, das dürfte Siedlung sein. Dann sind wir schon mal ganz in der Nähe. Nee, wir gehen weiter, meine lieben Freunde, meine liebe Armee. Ich sehe schon eine Nebenquest. Gut, hier geht's rein. Ja, wunderbar. Einmal aktivieren. Dann Nebenquest annehmen. Ah, was hast du zu sagen, Rodrik? Ich höre die Ritter immer öfter beten. Sie haben Angst. Und das sollten sie auch. Ich habe noch nie gesehen, dass sich die Geister der Hügel so verhalten. Also wahrscheinlich aggressiv, würde ich jetzt mal raten. Crazy. Ich muss sicher gehen, dass meine Tochter alle Schutzmaterialien hat. Wenn sie erst alt genug ist, wird sie eine gute Hüterin unseres Tals sein. Okay. Walter. Wie kann ich euren Kummern lindern? Meine Familie lebt in Korbach, am Ufer. Dort ist die Lage schlimm. Es gibt nicht genug Essen für alle. Ich bin hierher gekommen, um etwas Geld zu verdienen. Vielleicht etwas Essen zu schicken. Aber ich kann mir nicht leisten, die Arbeit lange genug liegen zu lassen, um sie zu besuchen. Und ich verdiene nicht genug, um sie zu mir zu holen. Ach. Hättet ihr die Güte, das meinem Sohn in Tatk zu bringen? Ich weiß, dass er und die anderen es mehr brauchen als ich. Sorgt euch nicht. Ich kümmere mich darum. Wird gemacht. Ich glaube, ich bin zu alt, um solch eine Dunkelheit noch einmal zu erleben. Oder vielleicht muss ich das, gerade weil ich so alt bin. Könnte beides sein. Hier oben. Und wo? Ach, hier. Hungerruf. Ja, das ist in der Nähe. Da können wir schnell reisen und dann hätten wir es. Dann hätten wir hier noch da oben. Ritter. Ich werde hunderte Geister zur Ruhe schicken. Mit dem Licht an meiner Seite bin ich unantastbar. Das Licht wird eure Seele schützen, aber nicht eure Haut. Vergesst das nicht. Weiser Mann, weiser Mann. Ritterin Nedley. Wie soll das Kampftraining und das Üben mit Puppen mich auf den Kampf gegen Geister vorbereiten? Was, wenn sie mich zu einem machen? Dann bist du nur noch ein Geist deiner selbst. Bedimmtsch. Beidris. Die Ritter der Reue meinen, sie wüssten, was da draußen ist. Sie glauben, ihr Licht reicht aus, um sich dem zu stellen. Sie werden wohl überrascht sein. Und ebenso wir. Marin, was hast du? Braucht ihr Hilfe? Ei, ein Dieb namens Darcel hat sich mit den Rittern eingeschlichen und sich als Söldner ausgegeben. Hat etwas gestohlen, das mir gehört. Vor 2 Wochen wurde ein gesundes Kind geboren. Gloran Faya sei gepriesen. Doch die Mutter ist schwach. Darcel hat den Runen-Talisman gestohlen, den ich ihr zur Heilung überlassen hatte. Der Bastard wollte vermutlich nur schnelles Geld machen. Er könnte Mutter und Kind damit verdammt haben. Kümmert euch um ihn und bringt den Talisman zurück. Okay. Talismane und Totems haben Braystack immer vor den Geistern der Hügel geschützt. Was helfen schon Befestigungen gegen Kreaturen, die durch Wände gehen können? Auch irgendwie wahr.
Aber was hilft dann ein Talisman dagegen? Also, das wäre hier. Dann machen wir mal zuerst das, was wir schneller abgeben können. Gut. Habe ich jetzt mal... Nee. Zuerst dachte ich, es war auf der Weltkarte noch eine weitere Nebenquest aufgetaucht. Aber ich habe jetzt tatsächlich nichts weiter gesehen. Dieses Stückchen Land ist alles, was wir noch haben. Aber das reicht nicht mal im Traum, um all die hungrigen Mäuler da drin zu stopfen. Ja, da hast du recht. Und mit all dem Regen wird die Ernte auch nicht allzu ertragreich. Walter wollte, dass ich euch das gebe. Von Pa? Wirklich? Oh, danke. Wir haben seit Tagen nichts gegessen. Die Kleinen können kaum die Augen offen halten. Wir vermissen ihn schrecklich, aber er hat getan, was nötig war. Hat seine Familie am Leben gehalten. Danke noch einmal. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Der Häuptling sagt, das Licht würde uns vor der Plage der Ziegenmenschen retten. Er spricht vom Licht, um in der Gunst der Kathedrale zu stehen, wenn sie hier aufkreuzt. Mhm, also eine Doppelmoral wieder. Also, das hätten wir. Dann geht's hier hin. Dann nehmen wir kurz die Abkürzung. Mückenstich. Und das am Handballen nervt. Gut, wir müssen hier entlang. Schutztotem. Talismane, Kerzen und Schnitzereien schmücken dieses zentrale Totem. Der holzige, beinahe süße Geruch von brennender Kiefer liegt in der Luft. Es scheint, hier hält man sich noch an die alten Sitten. Ich muss immer aufpassen, dass ich nicht allzu falsch lese. Da bin ich so ein kleiner Meister darin. Oh, das ist... Ja. Ich mag das. Macht ordentlich Wumms. So. Ja, das wollte ich nicht per se. Ah, jetzt hat es natürlich die Hilfe aufgegeben. So, wo sind meine Arme? Ja, hat er mich doch noch einmal erwischt. Oh, ja. Sucht. Aha, ja. Jetzt war ich ja gerührt, weshalb da nach Hinweisen von Lilith. Ich brauche mehr Zeit. Nein. Ja, das auch. So. Wir geben da. Runentalisman. Gut, dann hätten wir den. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal noch kurz nach oben. Sozusagen eine Durchreise machen. Dann haben wir wenigstens das Gebiet aufgedeckt. Finden vielleicht noch eine Lilith-Statue. Okay, wieso komme ich hier nicht durch? Ja.
Aber beide Gebiete mit Hauptstory hat durchaus noch Gebiete, die man erst freispielen muss. Finde ich interessantes Prinzip. Natürlich ein wenig, also eigentlich drei Gebiete sogar. Die Unterstadt ist ja von, wie heißt die Gegend? Skjoklen. Ja, auch noch gesperrt. Ah, schon wieder. Ja, da ist alles auch hier schon. Menno. Ja, dann dürfte hier wahrscheinlich auch noch zu sein. Okay. Ja, dann würde ich sagen, bleibt uns nichts mehr. Also wenn jetzt nicht eine Folgequest kommt, sind wir eigentlich ready zum Hauptstory zu machen. So, Marin, der Talisman. Ich habe den Talisman mitgebracht. Oh, ihr seid zurück. Danke. Ich wusste, ich kann mich auf euch verlassen. Sehr gerne. Wir haben Ansehenpunkte erhalten. Wir haben trübe Kristalle. Also, wir müssen nach Hinweisen suchen, die auf Lilith hindeuten. Ein bemalter Hirschschädel, Rippen und Talismane. An einem dicken Stamm, selbst die Ställe werden hier geschützt. Sehr gut. Ah, ja. Okay. Stimmt, da war ja noch was. Dann müssen wir jetzt mal uns gut ein wenig umschauen. Gregan, was habt ihr anzubieten? Wir haben Bier. Für euch auch Brot, da ihr ja kein Ritter der Reue seid. Aber kein Bad. Dafür müsst ihr nach Carrigar gehen. Okay. Bereitet euch der Nebel Sorgen? Freunde von uns sind oben in Clochin. Wir machen uns Sorgen um sie. Wer würde das nicht? Verständlich. Vertraut ihr den Rittern? Sie glauben, wenn wir Jurins hübsches, junges Gesicht sehen, legen wir unser Schicksal in ihre Hände. Aber das Talvolk hat sich schon immer um sich selbst gekümmert. Okay. Ryle. Wir können nicht mehr jagen wie früher. Früher war es unsicher. Jetzt ist es verdammt tödlich. Kann ich nachfühlen? Warte. Ach, das ist einfach das. Okay. Ich schaue manchmal immer so auf die Minimap, um irgendwo doch was zu sehen. Das ist der Heiler. Das haben wir schon. Holz wird sich wie Gras im Wind biegen, wenn die Geister kommen. Physische Barrieren allein werden nicht ausreichen. Und eure Talismane und die Kritzeleien im Dreck, halten die Toten länger auf? Ach, das dürfte hier drin ein Gespräch gewesen sein. Bin jetzt so, wo? Ein abgegriffenes Gebetsbuch liegt zwischen anderen Habseligkeiten der Ritter. Gebete werden sie nicht vor dem schützen, was ihnen bevorsteht. Weiß da das Spiel mehr als ich? Catman. Mama sagt, wenn wir unser Haar in die Schutzzauber flechten, werden sie stärker. Das kann ich nicht beurteilen. Mache Egen. Gut. Sie verbrennen das Kiefernharz. Das wird uns hoffentlich schützen. Das hat es noch immer. Vertraut in die alten Sitten. Vertrauen ist gut, Handeln ist besser. Häuptling, das werde ich nicht aussprechen, weil das werde ich sicher falsch betonen.
Ihr habt eine gute Zeit gewählt, um Braystark zu besuchen, Wanderer. Die Wetzsteine singen, die Herzen schlagen. Süße Musik an einem roten Tag. Dornan schickt mich. Ha, immerhin seid ihr kein weiterer Ritter der Reue. Immerhin? Wir sind es, die dieses Dorf mit unserem Leben schützen. Lasst gut sein. Ein unheilvoller Nebel, aus dem Geister steigen, umgibt den Hügel. Bald sind sie hier. Helft ihr uns, sie zu bekämpfen? Ich suche einen Dämon, der hier war. Ah, das war es also. Dieser Tag wird immer besser, nicht wahr? Der Dämon ging den Hügel hinauf, zu Eridas Reich. Aber falls ihr nicht selbst zum Geist werden wollt, solltet ihr nicht dorthin gehen. Bleibt lieber bei uns. Ich kann euch zu Erida führen. Auf gar keinen Fall. Ich komme zurecht. Donan vertraut diesem Reisenden. Das sollten wir auch. Sagt Bescheid, wenn ihr bereit seid. Machen wir doch gerne. Achtet darauf, was im Nebel lauert. Und kehrt schnellstmöglich zurück. Donan macht mich einen Kopf kürzer, sollte euch etwas zustoßen. Zum Glück ist das eurer Kopf und nicht meiner. Jorin. Gehen wir? Dichter Nebel hängt über den Straßen. Daher führt der schnellste Weg zu den Hügeln gen Osten, durch die Hügel der Tränen. Gut zu wissen. Ja, dann. Also müssen wir wahrscheinlich ungefähr hier oder hier entlang. Und dann werden wir wahrscheinlich irgendwas hier hinten bekämpfen müssen, dann ist das freigeschaltet und dann können wir überall hier durch. Okay, verstehe, wird gemacht. Also, was habt ihr so zu sagen, Jorin? Ihr seht aus, als hättet ihr die Welt gesehen. Hoffentlich kann ich das auch eines Tages. Was hält euch auf? Mein Vater, ihr habt gesehen, wie er ist. Ich muss schon betteln, um die verdammte Bastion verlassen zu dürfen. Na gut, aber es ist euer Vater, der wird euch immer schützen wollen. Ups. Dun. Wer ist das? Zeit. Ich hab's gerade noch gesehen. So. Ja, ich möchte näher ran. Dann möchte ich ihn doch mal umgehen. Ja, da sind wir schon noch nicht der richtigen Gegend. Dann vermute ich mal hier entlang. Richtige Vermutung. Aber sieht geil aus. Da vorne ist ein Grabhügel. Sieht aus, als wären Wurzeln durchgebrochen und hätten den Grabhügel zerstört. Hat das etwas mit dem Nebel zu tun, der sich in den Hügeln ausbreitet? Ich vermute,
Aber sicher können wir es erst sagen, wenn wir es wissen. Da vorne ist der Eingang zu den Hügeln. Moment. Warum ist der Durchgang blockiert? Ja, das werden wir jetzt herausfinden, ne? Versiegelt. Doch da steht etwas. Scheinen alte Druidenrunen zu sein. Das Lied des Windes, das Heulen von... Oh nein, sie kommen. Schnell! Also gut. Ey alle, du gru, ani dola noche do. Ein Sprechgesang. Er wird uns den Weg öffnen. Licht, beschütze uns. Haltet sie fern. Ja, dann. Hi. Also. Das mit der Rune gibt's doch noch ein paar Schadenspunkte mehr. So. So, okay, jetzt sind's die, die man gern hat. Nein, nicht hier. Es hat funktioniert. Etwas reißt die Geister aus ihrer Ruhe. Wir sollten uns beeilen. Wär echt. Okay, keine Sequenz. Aber hätte eine sein können. Höhlensystem, okay. Bis jetzt ruhig. Ja, da kommen die. Die Toten wurden hier ebenfalls gestört. Und doch bereitet mir Aridas Abwesenheit größere Sorgen. Ach, das sind da die... Gut. Ein Teil hätten wir. Diese Kammer... Sie ist genau, wie mein Vater sie beschrieben hat. Ihr wart noch nie hier? Ich kenne nur die Geschichten, die er erzählt hat. Aber die rastlosen Toten kamen nicht vor. Ja, was hat er jetzt erzählt? Keine Info? Irgendetwas stimmt hier nicht. Jorin? Aridar hätte den Pfad der Toten nicht auf diese Art versperrt. Die Geister sollten frei durch die Erde wandern. Lilith? Merkwürdig. Die Tür ist mit einem irdenen Siegel verschlossen. Was hat mein Vater darüber gesagt? Schutzsteine. Das war's. Wenn ihr mir von den Grabhügeln in der Nähe einige bringt, kann ich den Weg öffnen. Okay. Woher wisst ihr so viel über die Druiden? Vater hat ihren Glauben und ihre Bräuche stets respektiert. Es war wichtig, dass ich seine Bewunderung verstehen lernte. Wann immer er darüber sprach, hierher zu kommen und Arida zu treffen, sah ich ein Licht in seinen Augen, das einem Feuer gleichkam. Die beiden standen sich nahe. Aber
Sie scheinen sich mit der Zeit auseinandergelebt zu haben. Das geschieht bei besten Freunden auch. War eure Mutter Druidin? Nein, aber das war ihr Land. Sie war so etwas wie eine Gelehrte. Sie hat örtliche Bräuche und Rituale bewahrt. Sie starb, als ich noch jung war, und... Nun ja, fast alles, was ich über sie weiß, stammt aus ihren Schriften. Gut zu wissen. Also da haben wir den ersten Part an Info bekommen. Und wie es aussieht... Also hier würde ich jetzt mal behaupten, fehlt nur einer. Runenverzierter Hinkelstein. Ein wichtiger Gegenstand fehlt. Finde und platziere den fehlenden Schutzstein im runenverzierten Hinkelstein. Okay. Gut. Ich gönne mir jetzt zuerst mal noch einen Schluck und dann machen wir doch das. Gut. Reden macht durstig. Tür der Kammer. Ja, das geht doch mal. Die Banshee. Ah, Mist. Ich vergiss das jedes Mal bei der Banshee. Der hätte mich jetzt fast gehabt. So. Liebe Toten, hilft mir. Ja. Ja. So, dann gehen die schneller. Ich finde es klasse, die Leichenexplosion ist stark ungenial beim Totenbeschwörer. Ja. Oh nein, Pouch, nein! Alter! Nein, nicht noch so einer! Die Aggressionsschiebe! Mehr Zeit. Weg. Und ich springe jedes Mal in die falsche Richtung. Wieso? Wahrscheinlich, weil du den Mauszeiger dort hast. Ich bin noch nicht bereit. Siehst du? Ich bin noch nicht bereit. Nein, nicht noch. Manchmal sind es einfach. Ich brauche mehr Zeit. Weg. Der explodiert und der rennt. Boah. Ich brauche Nein. mehr Zeit. Nein, nicht A. A zu. Alter. Ich möchte dich nicht. Ich brauche mehr Zeit. So. Von dem hätte ich. Kann ich da mal von dem. Das war schön. So. Sie sind nicht schwer. Ich bin einfach noch nicht geübt genug mit dem Totenbeschwörer. So, jetzt war's. Den noch. Dann noch einen. Passt. Passt.